Gut, ich denke, dass das hier nicht mehr lange geht. Wir schauen mal Quest-Status. Ich mache jetzt hier keine neue Folge auf. Ich glaube, das geht hier echt nicht mehr lang. Alchemie meint, Laridel habe Renüde schon immer um ihr Talent in Sachen Magie beneidet, weshalb er auch fortging. Ich sollte Renüde sagen, was ich herausgefunden habe. Wo finde ich die? Ja. Ja, sage ich es ihr nun oder nicht? Ja. Aber ich glaube, es liegt richtig. Es ist gut, dass ich mich nicht mehr erinnere, wie ich das damals mit Jadzia gemacht habe. Weil sonst wäre es jetzt ein bisschen. Da ist er ja. Oh, hallo. Tut mir leid, dass ich einfach so verschwunden bin. Ich mache mir solche Sorgen um meinen Bruder, dass ich mir dachte, ich muss mal einen Augenblick durchatmen. Ich finde das Meer immer so beruhigend. Wie läuft eure Suche? Habt ihr herausfinden können, welcher der Hoffnungsträger Larydel ist? Erst habe ich eine Nachricht von Alchemie für euch. Oh Mist. Ich hatte gehofft, dass sie euch nicht erkennen würde. Sie ist eine Magierin, wisst ihr? Wir erkennen einander. Und die Magie geht in solch starken Wellen von ihr aus, dass selbst ein blinder Novize es bemerken würde. Nun, was hatte sie zu sagen? Okay, ihr Bruder ist ja auch ein begabter Magier, ne? Sie könnte ihr seine Aura also erkannt haben. Sie sagt, also ohne zu wissen, wer es ist, ne? Sie sagte, dass Larudel ging, weil er euch beneidet hat. Er will nicht mehr mit euch sprechen. Aber das ist lächerlich. Larydel und ich, wir waren doch immer zusammen. Unsere längste Trennung war für 3 Minuten, als ich und bevor er geboren wurde. Nein, das ist lachhaft. Larydel hat mich nie um irgendetwas beneidet. Er war doch besser als ich. Alchemie lügt euch an. Ja, ich glaube, das war genau das Problem, das Laridel hatte, oder? Dass er halt irgendwie nie für sich war. Sie meinte, dass Laridel sich seinen eigenen Lebensweg wählen muss. Sie hat uns gebeten, ihn genau das tun zu lassen. Auf gar keinen Fall. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer der besten Magier unserer Generation Taschenspielertricks für weintrunkene Adlige aufführt? Das wäre ein Verbrechen an Sommers End. Nein, wir müssen ihn zur Besinnung bringen. Sagt mir, welchen Namen hat er hier angenommen? Ach du Scheiße. Ja, wir glauben ja, also ich glaube ja, dass es Alchemie ist. Aber wenn ich das jetzt antworte, dann. Das wäre nicht in seinem Sinne, ne? Ich würde lieber nicht raten. Was mache ich denn jetzt? Ach nö, das ist jetzt irgendwie doof. Ich möchte einerseits schon auflösen in diesem Video, wer es ist. Andererseits möchte ich seinen Willen respektieren, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das wäre die zweite Option. Ich glaube, wir schauen trotzdem mal, was passiert, wenn ich das antworte. Schon damit wir für euch, also für meine Zuschauer, auflösen, ob es Alchemie ist oder nicht. Also ich glaube, er ist Alchemie. Was? Ihr glaubt, dass Alchemie ein verkleideter Larydel ist? Nein, das ist lächerlich. Alchemie ist doch ganz eindeutig schon einige Zeit beim Haus der Träumereien. Und Larydel hat sich erst vor kurzem beworben. Ich werde die Artisten einfach mittels Magie enthüllen. Dann muss er mit mir mitkommen. Nee, muss er nicht. Ihr würdet euren Bruder wirklich zwingen, sich gegen seinen Willen den Sapiarchen anzuschließen? Hier geht es um Größeres als seine Wünsche. Und sich den Sapiarchen anzuschließen, ist nicht nur mein Traum. Es war auch Larydels Traum. Wir wollten beide die Magie mit den besten Sommersends studieren. Und er hat das einfach vergessen. Als seine Schwester, als jemand, der ihn liebt, muss ich ihn daran erinnern. Oh je, da habe ich ja was angerichtet. Aber wie gesagt, ich wollte ja klar machen, ob es stimmt oder nicht, dass das Alchemie ist, ne? Ihr habt vor, einen Zauber einzusetzen, um Larendil während seiner Aufführung zu entlarven? Ja, sobald seine Identität offenbart wird, kann das Haus der Träumereien ihn nicht mehr beitreten lassen. Das ist doch eine ihrer Anforderungen, oder nicht? Dass ihre Identitäten geheim bleiben? Sobald der Zauber, den sie auf ihn gewirkt haben, gebrochen ist, bin ich mir sicher, dass Larydel mit mir gehen wird. Nee, das wird er ganz sicher nicht, dann erst recht nicht.
Aber gut, schauen wir mal. Ich muss zu meiner Entscheidung stehen. Und ich setze jetzt diese dämliche Maske ab. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Wo ist es denn? Geht jetzt nicht. Ja. Ich gebe es ja zu. Ich habe eine Maskenphobie entwickelt im Laufe der letzten 2 Jahre. Ist ja auch kein Wunder. Dabei habe ich selber eine Guy Fox Maske im Schrank rumliegen. Könnte ja mal sein, dass ich sie benötige. Du wirst sauer sein, glaube Ich ich. meine mich daran zu erinnern, euch darum gebeten zu haben, nicht zu kommen. Verzeiht, aber ich kann euch nicht auf die Bühne lassen. Nötigenfalls widerrufe ich sogar öffentlich meine Gönnerschaft. Aber ist mit Renüde alles in Ordnung? Seid ihr hier, um mir etwas zu sagen? Ah, wir können sie warnen, das gefällt mir. Wir warnen Alchemie. Renüde plant, eure Hoffnungsträger während des Auftritts zu Sie demaskieren. plant was? So eine sture, unnachgiebige. Oh nein. Wir können nicht mehr absagen. Und ich lasse nicht zu, dass meine Hoffnungsträger demaskiert werden. Bitte, tretet auf die Bühne. Ich beherrsche ein bisschen Magie. Ich kann sie nutzen, um Renüdes Zauber so umzulenken, dass ihr und nur ihr demaskiert werdet. Jo, damit kann ich leben. Ich glaube, das ist eine vernünftige Lösung für den Schaden, den ich angerichtet habe. Wirkt euren Zauber. Ich gehe auf die Bühne und beschütze euren Hoffnungsträger. Ja, aber wir liegen richtig. Ja, wie ihr seht, ne? Jetzt gibt sie plötzlich zu, dass sie etwas Magie beherrscht. Wartet auf euren Einsatz. Möge das Vorsprechen beginnen. Was denn für ein Einsatz? Was muss ich denn jetzt machen? Ich sehe hier die Tische nicht, mit denen ich den Rhythmus trommeln könnte. Muss ich offenbar auch nicht. Ah ja. Moment. Jongliert. Haben wir gemacht. Geht zu eurer Markierung. Podest. Anfeuern, okay. Und geht zu eurer Markierung. Stammestrommel. Wo ist sie denn jetzt, die Stammestrommel? Da. So, da ist er ja. Oder? Magierin, ihr demaskiert Hoffnungsträger? Einfach unverzeihlich. Ihr seid fortan aus Relentil verbannt. Kehrt zurück und eure Freiheit ist verwirkt. Du, wie konntest du? Du hast mich verraten. Verlasst sofort unsere Bühne, ehe ich euch in Ketten legen lasse. Ja, sorry, aber ich glaube, das war eine verhältnismäßig gute Lösung. Wir haben auf die Weise wohl erfahren, dass Alchemie tatsächlich der Bruder ist. Vielleicht kriegen wir noch eine genauere Bestätigung, aber mir langt das eigentlich. Ja. Und wir haben trotzdem es geschafft zu verhindern, dass er enttarnt und verbannt wird, ne? Ich glaube, die Lösung ist gut. Vielleicht muss ich das Video doch teilen. Das ist jetzt dann doch länger geworden, als ich erwartet habe. Der zweite Teil also, ne? Das überlege ich mir noch. Wo muss ich denn jetzt hin, Kruzimuckel? Da. Da ist jemand unglücklich. Ist sie fort? Ist Renüde nach Lilandril aufgebrochen? Ich weiß nicht, ob sie Relentil schon verlassen hat. Habe ich das Richtige getan?
War es richtig, sie darüber anzulügen, wer ich war? Was ist, wenn sie mir niemals vergeben wird? Ihr seid also der verkleidete Larudel. Jetzt kann ich es wohl nicht mehr abstreiten. Aber ich bitte euch, das niemandem zu erzählen. Als ich dem Haus der Träumereien vor über einem Jahr beitrat, gab ich auf, Larudel zu sein. Ich bin Alchemie. Aber meine Schwester, sie hatte andere Pläne für mich. Warum habt ihr sie angelogen? Wir sind Zwillinge. Wir waren immer zusammen. Aber während sie das Lernen und die Einsamkeit liebte, hasste ich es. Ich liebe das Publikum, die Leute, den Lärm. Sich den steifen Sapiarchen anschließen? Es gibt keine größere Strafe. Doch Rinüde sehnt sich danach. Wie könnte ich ihr diesen Traum rauben? Wie solltet ihr ihren Traum rauben? Sie will, dass wir zusammenbleiben. Wenn ich mich weigere, mich den Sapiarchen anzuschließen und ihr sage, dass ich hierbleiben will, wird sie ihren Traum aufgeben. Sie wird ihr Glück für das meine opfern und unglücklich sein. Das kann ich ihr nicht antun. Ich weiß nicht weiter. Was soll ich tun? Soll ich es ihr sagen? So, jetzt haben wir zwei Optionen. Sagt ihr, wer ihr seid und warum ihr nicht gehen könnt. Sie wird es verstehen. Wenn ihr euch sorgt, dass sie nicht gehen wird, dann lasst sie erst den Sapiarchen beitreten und sagt es ihr dann. Das klingt für mich vernünftig. Wird sie das? Ich habe Angst, dass sie es nicht tut. Aber ihr habt recht. Zuzulassen, dass sie denkt, ich würde sie um ihre Magie beneiden und nicht bei ihr sein wollen, das ist noch schlimmer. Bitte, haltet sie davon ab, aufzubrechen. Ich stoße zu euch, sobald ich mich gesammelt habe. Okay, dann haben wir hier also noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich habe Alchemie geraten, ihrer Schwester die Wahrheit darüber zu sagen, wer sie ist. Ich sollte Rinüde suchen, bevor sie Relentil verlässt, um sicherzustellen, dass sie bleibt, um mit Alchemie zu sprechen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Lösung. Ja, also Alchemie sagt sie jetzt dann freiwillig und das ist besser als das... als die Alternative, ja? Also wir haben nichts erzwungen. Und, ja, gefällt mir bis hierher. Ich glaube, ich habe das Richtige getan. Seid ihr gekommen, um euch an meinem Unglück zu ergötzen? Oder will sich Alchemie einfach nur vergewissern, dass ich die Stadt verlasse? Was soll's? Keiner von euch beiden schert mich noch viel. Mein Bruder will nichts mit mir zu tun haben und ich respektiere das. Ich breche heute noch nach Lilandril auf. Bitte geht noch nicht. Alchemie will mit euch über Larudel sprechen. Warum jetzt nach all dem? Gut. Ich höre zu, wenn ich ihr danach die Meinung sagen kann, weil sie mir meinen Bruder vorenthält. Wenn Larudel wirklich darauf aus ist, dem Haus der Träumereien beizutreten, hätte er mir das sagen können, anstatt wegzulaufen. Ich verdiene einen Abschied. Sie wird bald da sein. Ich verstehe wirklich gar nichts hiervon, aber ich weiß, dass ihr euch in etwas eingebracht habt, worin ihr euch nicht hättet einbringen müssen. Und ich schätze, dass ihr nur helfen wolltet. Dafür habt ihr eine Entschädigung verdient. Nehmt dies für eure Mühen. Ich werde euch nicht weiter belästigen. Wir erfahren doch hoffentlich noch, wie die Geschichte wirklich ausgeht, oder? Wir müssen reden. Wenn ihr für Larudel sprechen wollt, dann sprecht. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich verzeih mir, Rinüde. Ich habe dich getäuscht. Larudel hat dich nie um deine magische Begabung beneidet. Er fürchtete, du würdest nicht den Sapiarchen beitreten, wenn er hier bleibt. Wie kann ich ein Wort glauben, das ihr sagt? Würde Larudel das glauben, würde er selbst mit mir sprechen. Ich spreche mit dir, Rinny. Larudel? Aber wie? Ich bin nun schon über ein Jahr Mitglied und hätte dich nicht anlügen sollen. Ich hatte Angst. Ach, meine Angst spielt keine Rolle mehr. Ich sage dir die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Mach das lieber gleich, kleiner Bruder. Schwester, wenn du das doch wolltest, warum hast du es mir nicht gesagt? Ich will nur, dass du glücklich bist. So werden wir nun vielleicht beide glücklich. Selbst getrennt. Aber setzen wir uns erst ans Meer. Wir müssen sicherlich über vieles reden.
Ich muss mit meiner Schwester sprechen. Aber besucht mich ruhig mal im Herrenhaus der Masken. Ich plaudere dann gern mit euch. Aha. Vielleicht sollten wir das noch tun. Ein schönes Bild. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich das Optimum rausgeholt aus der Geschichte. Zeitweise habe ich ja gedacht, ich habe eine Katastrophe verursacht. Aber ich glaube, das passt so. So, und theoretisch müssten wir ja da drin nochmal mit ihm reden können. Oder ihr, oder was? Ein bisschen verwirrend. Gleich ein anderes Geschlecht anzunehmen, das soll... Ja. Aber ich habe mich nicht von dem Typen täuschen lassen mit der Narbe. Obwohl ich mich nicht mehr erinnert habe, wie es damals mit Jazia ausging. Hier bin ich falsch. Da bin ich auch falsch. Kann ich jetzt dann endlich die dämliche Maske ablegen? Unwälder. Also er hat doch gesagt, ich soll sie besuchen. Sie, es, wie auch immer. Ach, ich bin verwirrt. Mehr als sonst. Oder ist es das falsche Haus? Ja, ja, wuff, wuff. Da oben ist wohl auch noch... Ah ja. Das könnte sein. Das war das falsche Haus, würde ich sagen. Herrenhaus der Masken, ja. Da ist es ja sogar beschriftet. Dorn. Lerchenlied. Met. Namen gibt's. Feder. Feder haben wir ja kennengelernt, oder? Da war doch was. Kann ich jetzt endlich diese dämliche Maske loswerden? Aussehen? Kopfbedeckung? Na Gott sei Dank. Boah. Kerzenlicht. Da ist er ja. Oder er. Ja, wenn das mal nicht meine kleine Schleicherin ist. Seid ihr hier, um eure alte Mentorin zu belästigen? Nicht, dass ich etwas gegen eure Gesellschaft hätte. Wie geht es eurer Schwester, Renüde? Wir beide haben uns lange unterhalten. Von Schwester zu Schwester. Ich glaube nicht, dass sie wirklich wusste, wie unglücklich ich in meinem bisherigen Leben war. Als sie erkannte, wie viel Alchemie mir bedeutet, verstand sie auch langsam meine Sichtweise. Dann hat sie also akzeptiert, dass ihr jetzt ein Teil des Hauses der Träumereien seid? Nun, ich glaube nicht, dass sie besonders glücklich über die ganze Angelegenheit ist. Sie hatte immer den Traum, dass wir zusammen berühmte Magier werden. Doch nun hat sie versprochen, dass ich diese Frage für mich allein klären kann, um meinen eigenen Weg zu finden. Mehr kann ich nicht erwarten. Ja, die Lösung gefällt mir ganz gut. Vielleicht vermisst ihr es manchmal, ein Magier zu sein? Oh nein. Ich bezweifle, dass ich jemals etwas anderes als eine Schaustellerin sein könnte. Ich liebe es einfach zu sehr. Aber vielleicht verlasse ich eines Tages das Haus der Träumereien. Das tun die meisten. Dann werde ich mir einen neuen Namen überlegen müssen, nicht wahr? Vielleicht Lilindweh. Ja, der Klang gefällt mir. Erzählt mir von der Aufnahme im Haus der Träumereien. Ich bin schon immer gern aufgetreten. Ich sang für meine Eltern nach dem Essen und führte kleine Schauen für Renüde auf. Ich liebte den Applaus, das Lächeln des Publikums. Tief in mir wusste ich schon immer, dass ich die geborene Schaustellerin bin. War es schwierig, ein neues Leben zu beginnen? In gewisser Weise schon. Meine Schwester loszulassen war beunruhigend,
genau wie zu verstecken, wer ich wirklich war. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich jemand anders sein sollte. Es brachte natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich, Alchemie zu werden. Aber ich bin glücklicher, als ich je zuvor war. Was glaubt ihr, dass das so ist? Ich fühlte mich in meiner alten Identität einfach nicht wohl. Ein Magier zu sein, ein Mann zu sein, das fühlte sich einfach falsch an. Doch alle in der Truppe hatten Verständnis dafür. Sie ermutigten mich, das zu werden, was ich wirklich sein wollte. Ich bin nicht mal das erste Mitglied, das sein Geschlecht geändert hat. Haben viele im Haus der Träumereien ihr Geschlecht geändert? Oh ja, und wir alle haben unseren Wechsel anders gestaltet. Manche haben, wie ich, Magie dafür genutzt. Andere greifen auf gewöhnlichere Methoden zurück, indem sie sich die Brust binden oder die Stimmen verstellen. Es ist alles eine Frage der persönlichen Vorlieben. Es scheint, dass ihr schon viele getroffen habt, die eure Erfahrung teilen. Nicht nur hier, sondern in ganz Summer's End. Für manche ist es eine persönliche Angelegenheit und nicht allen ist es recht, darüber zu sprechen oder andere darüber aufzuklären. Doch ich habe viele wunderbare Seelen getroffen, die den Wechsel vollzogen haben. Innerhalb und außerhalb des Hauses der Träumereien. Na gut. Dann hätten wir das wohl geklärt. Also ich bin mit dem Ausgang der Geschichte zufrieden, so wie es ist. Wie gesagt, ich habe ja angenommen, ich habe eine Katastrophe verursacht und das schlechtestmögliche Ergebnis oder, naja, auf jeden Fall ein schlechtes Ergebnis erreicht. Aber wie ich sehe, passt's, ja. Gut, dann. Sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.